Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem neuen Terraria-Video von natürlich dem Journey Mode. Und hier haben wir Orichalcos endlich fertig und können jetzt auch den Rest fertig machen. Dafür müssen wir nur genug Erz eben zusammensammeln. Hier. Und ich werde ein paar Sachen auch wieder researchen. Jetzt nur noch Ofen platzieren, Barren schmelzen. Das Erz können wir natürlich wieder wegwerfen, denn wir haben genug. Jetzt brauchen wir die Barren. Hier ist der Amboss. Ups. Was können wir sonst noch mit den Spinnen machen? Nichts. Hier haben wir jetzt einen Orichalcos Amboss. Und wir können alles machen. So, die Sachen nehme ich natürlich wieder mit. Nein, Spaß. Wir machen uns eine Orichalcos-Spitzhacke. Werfen die alte weg. Nehmen das mit. Und gehen jetzt Titan sammeln. Denn wenn wir das schon fertig machen, dann steht uns nichts mehr im Weg. Ist hier Titan? Also ich habe gerade sehr viel Titan auf dem Weg hierhin gesehen und würde das gerne mitnehmen, direkt. Deswegen habe ich mich auch nicht wegteleportiert, weil normalerweise würde ich das zu Hause machen, also auf der Oberfläche. Aber weil hier noch viel Titan ist, wie viel brauchen wir an Titan? Wenn ich Titan mal finden würde. Ah, okay. 100. Also wie vorher. Oh, okay, ich verstehe es. Alles, eher alles, ah. Wenn unser Inventar voll ist, wird das alles direkt hier eingesammelt. Interessant. Da ist noch mehr Titan. Das nehme ich gerne doch. Jedoch weiß ich nicht, wie viel das ist. Finden wir es heraus. Okay, relativ viel. Wir brauchen sehr viel Erz, da wir eine Titanschmiede auch machen müssen. Aber wir haben schon die Hälfte. Okay. Also ist das doch schon so gut wie durch. Dann können wir auch gleich direkt mit unseren Bosskämpfen anfangen. Ich würde dafür auch die Sternkanone wieder benutzen. Da diese Waffe unsere most reliable ist, die wir haben. Und Heart Reach Potion sind natürlich gerne gesehen in unserer Sammlung. Hier ist wieder viel Titan. Ich finde cool, wie unten hier in der Hölle immer viel Titanerz spawnt. Und wir können schon sehr gut abbauen. Ja, sehr gut. 62 haben wir. Ich dachte, das wäre Titan, dabei war das Kobalt. Hier ist Titan. Das ist aber kein Kobalt. Nice, 71. Nicht mehr viel und wir haben alles, was wir brauchen. Titanrüstung werde ich natürlich wieder nehmen. Und falls ihr fragt, wie ich hier hingekommen bin, ohne abzubauen und so, ich habe einen Trank genommen, der mich an einen random Platz teleportiert. Deswegen bin ich hier in der Nähe gelandet. Und jetzt mal schauen, wo noch mehr Titan ist. Hier ist noch was. Ist natürlich nicht ausreichend. Aber ja, 21. Wenn wir jetzt eine große Ader an Titan finden. Ist das Titan? Nein, das ist Platin. Und das sah aus wie... Ne, das ist Silber.
So, mal gucken, wo mehr ist. Natürlich ist das Gefarme relativ langweilig. Ah, ne, da. Ja, wir sind durch dann. Noch ein Heartreach Potion. Sehr gut, natürlich. Für uns. Da wir diese Tränke brauchen. Und ich. Ja, genug. Ab nach Hause. So, den Titan. Ja, das platziere ich erstmal hier hin. Titan, Dankeschön. Das ist unter Blöcke. Titan. Titanschmiede. Und wir haben alles, um alles herzustellen. Perfekt. Den Ofen stelle ich mal hier oben hin. Ja, der kann uns nichts tun. Oh, sehr schön. Wir können uns alles machen am Titan. Haben wir das schon erforscht? Ja, klar. Und das ist ein Auge, welches ich gerne weghaben möchte. Titanspitzhacke. Und mache ich einfach direkt mal die Titanrüstung. Nahkampfschaden. Magieschaden. Mache ich mal Fernkampf. Und ich werde auch direkt. Na, Palladium habe ich jetzt nicht mehr. Ist zu spät. Koboldrüstung. Packe ich hier dran. Und jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt fehlt nur noch Eisen. Oder halt in dem Fall Blei. Und wir können alle Bosse besiegen. In Ordnung. Also, das könnte jetzt ein bisschen komisch aussehen, weil, oh, der hat nur 4000 Leben. Will der mich verarschen? Ach, ist Journey Mode. Ich könnte die Schwierigkeit jetzt auch, glaube ich, noch höher stellen. Mache ich auch direkt mal. Enemy Difficulty. Ja, keine gute Idee. Ich bleibe lieber im Journey Mode. Den Rest werden wir übrigens, wie ich schon angekündigt habe, nach diesem Let's Play. Habe ich God Mode an? Wow. Defense Shards surround you. Okay. Nehme ich deswegen kein Damage? Warte, habe ich den God Mode an? Wieso nehme ich keinen Schaden? Oh doch, jetzt nehme ich Schaden. Hä? Werde immun nach dem Angriff auf einen Gegner. Oh, und weil ich so viel Schaden mache. Okay. Come at me, Punk. Boom. Okay. Das war's dann. Haben wir die Seelen aufgesammelt? Nein. Ach komm, sag mir nicht, das ist wie früher. Dass am Kopf die Seelen spawnen. Das war früher wirklich so und das war immer super nervig. Nein. Okay. Skeletron Prime. Come at me. Ich glaube, der Kampf wird ein bisschen schwieriger. Nö, nur nicht wirklich. Wir machen trotzdem noch sehr guten Schaden. Wow, der Effekt, ja, den haben wir für immer. Also können wir eigentlich kaum Schaden nehmen jetzt. Oder wie? Das interessiert mich. Ja, wir nehmen kaum Schaden. Aber von dem Kopf natürlich. Ich spawn die Zwillinge auch direkt dazu. Ich meine, das wird ein bisschen risky, aber ich mag das Theme echt. Ja, wir nehmen zwar relativ viel Schaden, aber
Ich glaube nicht, dass das so ein Problem wird, dass wir sogar sterben. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Skeleton Prime ist ja auch gleich besiegt. Also ich weiß, ich gehe das sehr schnell an und im Ranger Playthrough relativ langsam und so, aber die Bosse bekämpfen ist eigentlich das, ist nicht das primäre Ziel, was wir hier haben. Sondern das Hauptziel dieses Let's Plays ist es, alle Items zu bekommen und den Journey Mode ordentlich zu zeigen, was es kann. Und der Journey Mode ist schon echt cool. Wir brauchen später auch. Oh, wir können uns ja schon Flügel holen. Die Leaf Wings. Und der Retinazer. Der ist jetzt schon mal down. Leider keine Trophäe. Wow, das war. Moment. Das. Ups, das ist so laut. Das war noch nie so leicht. Ohne Witz, das war noch nie so leicht, die zu besiegen. Aber der Journey Mode ist ja auch für Beginner. Und im Dschungel wird's unruhig. Ist egal. Seelen. 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 Diese Teile. Als nächstes Blöcke. Habe ich die Hollow-Barren? Ja, die Hollow-Barren habe ich reingepackt. Hier sind sie, die geheiligten Barren. Skeleton Primes Maske gehört natürlich auch dazu. Die Seelen brauchen wir auch. Da es ja trotzdem wichtig ist. Nein, das wollte ich nicht. Den Chat starten. Ja. Was können wir uns hier denn alles so machen? Oh nein. Oh, come on. Also die geheiligte Rüstung, ja, das war das. Das sieht echt cool aus. Dann können wir sogar noch Hollow Justing Lands. Okay. Machen wir alles davon, würde ich sagen. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Der Guide ist unversehrt. Und machen wir mal die geheiligte Rüstung. Moment. Das hier. Okay. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das hier. Und natürlich das hier. Und die Titanrüstung hängen wir an den Nagel. Denn wir sind der König der Welt. Übrigens, der Effekt hiervon, der ist in ja, become immune after striking enemy. Fernkampfschaden. Ja, das ist die Hollow-Rüstung. Wir könnten jetzt Plantera sogar killen. Aber, sag mal, Zack, könntest du mir bitte zeigen, was wir sonst noch mit den Hollow-Barren machen können? Eigentlich alles, was wir schon kennen. Okay. Die Waffen. Build Momentum to increase power. Okay, you summon. Okay. Interessant. Die Sachen werfe ich mal weg. Ich weiß, wieso wegwerfen, aber. Well. Wir holen uns die schwarze Linse. Und diese Sachen. Und können den Stab herstellen. Ah, okay, das ist so eine Peitsche. Okay, ich verstehe. Und das ist diese Lanze, die wir schon mal gesehen haben. Ich hätte die Seelen nicht wegwerfen sollen, denn wir brauchen sie noch für Chlorophyt. Ich nehme wieder die Spitzhacken-Axt. Und alles, was ich jetzt erstmal nicht brauche. Oh, das ist wie das Schwert von Byleth. Aus Smash zumindest. Wie das im echten Fire Emblem ist, weiß ich nicht. Aber das ist ihr Schwert. Oh. Okay. Summon Tag Damage. Interessant. Okay. Hä, wir sind Byleth. Become immune after striking enemy. Ja, denn dieser Effekt, Holy Protection, in dem Fall, das wurde hier der Hollow-Rüstung gegeben. Also von der Titanrüstung zur Hollow-Rüstung.
ich erhöhe mal die Spawn-Chance. Ja, die. Ja, die Spawn-Rate. Um zu gucken, was das hier. Na. Bleiben wir mal bei 1. Okay. Von den Tränken brauchen wir auch nicht mehr viel. Fertig. Das haben wir auch. Das Teil brauchen wir auch. Den Stab, den haben wir auch noch nicht. Titan, sehr wichtig. Die Plattform, auch wichtig. Ei. Dass ich das mal sagen würde, aber ich habe Ei. Ich habe Eier erforscht. Oh, hier sind sehr viele Feen. Sorry? Nicht sorry? Hallo, Dschungel. Könnten wir jetzt eigentlich nicht schon Plantera besiegen? Ich meine, wir sind stark genug. Chlorophyt fehlt uns jetzt nur noch. Aber sonst? Nicht zu verwechseln mit einem Hamborer. Spitzhackenaxt. Hamborer oder Spitzhackenaxt? Holen wir jetzt noch ein bisschen Chlorophyt und dann geht's ab. Wir kommen sehr schnell ins Endgame. Echt jetzt. Ich weiß nicht, ob ich stolz auf mich sein soll oder nicht. Aber ich sage mal nicht. Wir könnten Plantera jetzt halt wirklich schon besiegen. So stark sind wir. Und ich glaube, wir machen das auch mal. Wenn wir eine Plantera Bulb finden, heißt es für uns, Plantera besiegen. Und wir haben auch genug Platz, um zu dodgen und so. Aber der Dschungeltempel, den müssen wir finden. Wie viel Chlorophyt brauchen wir eigentlich, um unendlich davon bekommen zu können? 100. Reagiert auf Licht. Okay. Holen wir uns davon dann mal was. Und das heißt, grüne Algenkugeln unendlich davon. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob Plantera ein neues Moveset hat. Also wahrscheinlich nicht, aber... Das ist ein Imitator. Oh. Eine Cross Necklace. Oh, anderes Theme. Interessant. Creepy sogar ein bisschen. Und wir haben auch bald keine Sternschnuppen mehr. Im Inventar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir dank dieser Waffe allein schon so weit kommen würden. War da eine Lebensfrucht? Nein, eine Schildkröte. Also die Schildkröte habe ich gesehen, aber das sah so aus, als wäre da auch eine Lebensfrucht. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber ich meine, die spawnen ja auch noch nicht so früh. Würde ich jetzt sagen. So, Schildkröte. Oh, der Schneider ist wieder da. Von den Schildkröten brauchen wir natürlich auch einige Gegenstände. Hauptsächlich sogar die Schildkrötenpanzer, denn die Rüstung davon müssen wir uns auch machen. So, hallo. Vielleicht schaffen wir es sogar heute noch, die ganze Grünalgenrüstung zu bekommen, dass wir nächste Folge wirklich schon hier, wie heißt, den Monat besiegen können. Also, das ist sehr weit hergeholt, aber das wäre ein Traum. In einer Folge schon den Monat besiegt zu haben. Aber dafür müssen wir erstmal 500 Leben bekommen und noch was. Und noch viel mehr. Den Golem zum Beispiel.
Wir haben noch nicht eine Spur von dem Tempel. Und das ist ziemlich blöd, denn ohne Tempel können wir nicht den Mona besiegen. Alles ist verknüpft. Everything's connected. Ha. Alles, was ich benutze zum Craften, muss ich aber auch immer reforgen. Ich frag mich, wenn ich jetzt die Zeit skippe, oh, und mir hier das Grünalgenerz angucke. Oh, der Steam, die Steampunk. Oh Gott, es laggt. Sehe ich dann das Chlorophyt wachsen? Würde ich das Chlorophyt wachsen sehen? Ach, egal. Lassen wir es mal. Und hier sind wir. Und zurück mit uns. Ich weiß nicht genau, ob die Mechanik. Ja, ich glaube, ich weiß es. Diese Necklace, die bräuchten wir auch noch. Also, nein, bräuchten wir nicht, aber es ist gut, die zu haben. Snowpylon. Oh, wir haben schon echt viele. Muss man sagen. Hier ist der Wizard auch. Und ich glaube, na. Ich hoffe mal, die Steampunkerin hat was Neues für uns, was man noch nicht kennt. Von vorher. Aber ich glaube, das wird schwer. Denn es gibt ja nur 1000 Items neu. Und welche davon jetzt was sind? Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben schon relativ viele. Das sind wir auch. Die Steampunkerin heißt Lydia. Steampunk Minecart. Steam powered. Okay. Decay Chamber. Achso, ja. Flügel wollte ich noch kaufen. So, hier. Dschungel. Hallo, Opun. Achso, verkaufst du nur bei Nacht. Was? 60 Gold? Seit wann sind die Preise so lasch? Oh, richtige Flügel. Sehr toll. Diese Flügel werde ich natürlich immer behalten. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für Terraria. Das war's mit Terraria für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und nächste Folge können wir schon Chlorophyt-Sachen machen. Und sehr wahrscheinlich auch Plantera fertig kriegen. Dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, Leute.